Frau Generaloberin, Schwester Michaela, ein Klosterneubau ist in der heutigen Zeit etwas sehr Ungewöhnliches. Warum haben Sie sich denn trotzdem dafür entschieden? Wir wollen einfach, wie ich in der Ansprache schon gesagt habe, zum Schluss in meinem Grußwort, wir wollten für die alten und pflegebedürftigen Schwestern ja, Heimat schaffen, wie es der heutigen Zeit entspricht. Und wir wollten für die Zukunft bauen. Wie wichtig ist es denn für Sie, dass die Schwestern jetzt wieder alle an einem Ort zusammen sind? Es ist für mich sehr wichtig, weil ein Großteil der Schwestern ja alt ist und die sind jetzt einfach wieder zusammengekommen, so wie sie in der Jugend beieinander waren. Und das war ja nett beim Einzug. Ja, du bist auch da. Bisher waren die Schwestern ja an verschiedenen Standorten verteilt. Jetzt sind alle gemeinsam hier in Augsburg zusammen. Ist es denn auch eine größere spirituelle Kraft für Sie und für Ihren Orden ganz allgemein? Ja, das ist es auch. Weil es waren ja die Niederlassungen waren ja oft sehr klein und eben die Schwestern alt, die konnten eigentlich das Offizium, also unser Stundengebet, gar nicht mehr singen. Und jetzt ist es wieder große Gemeinschaft, wo man miteinander Stundengebet singt, wo man miteinander Gottesdienst feiert und auch sonst Anbetung oder einfach sich in Gemeinschaft freut zum Lobe Gottes. Der bisherige Alterssitz des Klosters war ja in Diesen, ein altehrwürdiger Ort dieses Kloster. Ist es Ihnen denn schwer gefallen, dort loszulassen? Es ist uns schwer gefallen, das muss ich ehrlich sagen. Erstens ist es eine schöne Gegend und zweitens sind sehr viele Schwestern dort oder haben den Weg in die Gemeinschaft begonnen. Aber wir haben was Soziales gefunden und das freut mich sehr. Es wird ja jetzt eine psychosomatische Klinik und das freut mich sehr, dass man es jetzt einfach wieder dass das Vinzentinische einfach weitergeht. So. Ihr Orden gilt ja als sehr offen. Haben Sie sich denn schon angefreundet mit Ihren Nachbarn? Wie läuft es denn mit der Nachbarschaft? Also mit den Nachbarn, es sagen viele, ja, ihr seid ja auch wieder da. Das ist jetzt wiederholt kommen. Und es fragen sehr viele immer wieder an der Straßenbahnhaltestelle oder mit dem Fahrrad, kann man jetzt zu euch in die Kirche kommen? Und das ist ja schön, das wollte man ja so. Genau, das wäre gleich die Frage. Dürfen denn die Nachbarn in ihre Kirche kommen? Ja, sehr gerne. Früher hat man in unserem Mutterhaus die Kirche umbaut mit dem Klostergebäude und jetzt haben wir die frei zugänglich für alle. Und es würde uns ja freuen, wenn viele kommen. Welche Freizeitmöglichkeiten haben denn die Schwestern hier? Haben Sie auch an sowas gedacht bei diesem Neubau? Ja, wir haben für unsere alten Schwestern, sag ich jetzt mal, haben wir einen sehr großen Park. Die kommen mit Rollatoren oder Sitzwägen oder so, können die jetzt oder so mal mit Gehstock spazieren gehen. Das ist alles möglich. Jetzt in Diesen war das Gelände halt sehr, es war ein schöner Park, aber sehr, sag ich mal, geländig. Und das ist einfach nicht möglich gewesen. Und hier ist es möglich, die leben wieder auf. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Ordens hier in Augsburg? Sie gelten ja als helfender Orden und Hilfe wird zu allen Zeiten benötigt, oder? Das glaube ich, dass Vinzentinerinnen oder barmherzige Schwestern zu allen, also die Spiritualität oder die Aufgabe ist zu allen Zeiten möglich. Nur die Not ist heute was anderes oder das Gebrauchtwerden ist heute was anderes. Wir waren früher fast ausschließlich in der Kranken- und Altenpflege. Jetzt sind wir mehr in der Seelsorge, bei Alkoholabhängigen. In psychotherapeutischen Aufgaben oder in der Pfarrei oder City-Seelsorge und so. Es ist etwas anderes, wie das früher war. Was bedeutet denn der Umbau für Sie ganz persönlich als Generaloberin? Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Ich wünsche mir wieder junge Schwestern. Das ist das Erste. Aber ja, einfach das Miteinander sein und das Sichtbarsein als Kirche. Das meine ich jetzt mal so das Wichtigste.